Console Wars, also halt, ne? Ja, wie sehr die Xbox doch verkackt hat. Ja, wie die Xbox Kacke ist Ja, und ja. dass die Wii U gar nicht mehr so schlecht dasteht jetzt. Im Vergleich zu Xbox Ja. ja schon, ne? Obwohl man kann ja gar nicht so pauschal sagen, dass die Xbox so scheiße ist. Ich finde diese Sachen, die sie da vorgestellt haben, finde ich gar nicht so dramatisch Ja, ich habe schlecht. Mich mich. stört das eigentlich? Ich weiß auch gar nicht, was die alle für ein Problem mit diesem Always On haben. Ich habe da gar kein Problem Ich mit habe da eigentlich. sehr viele schöne Argumente gehört. Interessant. Also ich habe mich im Vorfeld sehr damit beschäftigt, über die ganzen Gerüchte, und man muss inzwischen zugeben, die Gerüchteküche ist so dermaßen oft richtig inzwischen. Bei der Xbox war vorher schon sehr viel die Hardware im Internet, auch bei der PlayStation, und im Ja. Nachhinein hat sich das auch alles als richtig herausgestellt. 8 Gigabyte RAM, Ja, zwei beispielsweise. mehrere Co-Prozessoren und Aber was ja. der Punkt ist, PlayStation und Xbox haben zwar beide 8 GB RAM, Ja. aber was für ein RAM? Ich glaube, Und da war die PlayStation, war das nicht mit dem schnelleren RAM die irgendwas? hat unglaublichen, also Xbox hat, was ich geil fand, war auf der Präsentation von der Xbox vor der E3 noch, wurde gesagt, wurde ein Wort sehr viel glorifiziert, und das war Rocket Science. Ah. Ja, und das hat aber die PlayStation, nämlich. Es ist tatsächlich so, dass die PlayStation GDDR5 Arbeitsspeicher hat, der bisher nur auf Grafikkarten verwendet wurde, weil die halt diese schnelle Abfrage brauchten. Und dann habe ich mir mal die Durchsatzraten angesehen, und die Xbox hat eine Durchsatzrate auf ihren 8 GB von, ich glaube, 64 GB pro Sekunde. Das heißt also im Klartext, wenn man gut und fix programmiert, kriegt man da tatsächlich 64 GB reingeknallt. Ja. Die PlayStation 3 hat 173 GB. Okay. Und gerade zum Ende der Konsolengeneration ist es der Arbeitsspeicher, der ja wirklich das Wichtige ausmacht. Das Ja, sah am man Anfang, na klar. bei Skyrim. Die Xbox 360 hat zwar auf genau so wie jetzt auch auf den ersten Blick so viel Arbeitsspeicher wie die PlayStation 3, 512 MB, aber die PlayStation 3 hat 256 MB Grafikspeicher und 256 MB Arbeitsspeicher. Und die Xbox hat Shared Memory. Das Was hat heißt, sie? Shared Memory. Ach so, also, ah, okay, die kann so viel abknapsen, wie sie möchte. Genau, Von, sie man hat zum kann Beispiel sagen, ein Volumen und davon möchte jetzt gerne das Betriebssystem 128 und die Grafikkarte mehr haben. Dann kann sich das so. genau. Ah, okay, Und okay. gerade bei Skyrim war das genau das Problem. Skyrim war auf der PlayStation sehr verbuggt, als es rauskam. Das Problem war, dass der Arbeitsspeicher eben recht begrenzt war auf 256 MB, während bei der Xbox man sich halt so viel nehmen konnte, wie man wollte, und dann halt im Grafikspeicher genug hatte, aber im Arbeitsspeicher halt ein bisschen tricksen musste. Ja. Und das hat sich dahin gezeigt, dass man tatsächlich Ruckler im Spiel hatte, und zwar so stark, dass es nicht mehr spielbar war. Super geil. Und dass das erste Add-on, ich weiß nicht, welches es war, keine Ahnung, wie es hieß, das brauchte, weil so ein bisschen Housing mit eingeführt wurde, brauchte das mehr Arbeitsspeicher. Und dieses Add-on hat lange, lange, lange gedauert, bis sie es, glaube ich, auf der PlayStation rausgebracht haben, wenn sie es denn überhaupt geschafft haben. Also Ich habe davon im Nachhinein nichts mehr gehört. hättest du so weit runter kalkulieren oder runterrechnen müssen, dass das auf diese schlechten Anforderungen gepasst hätte. Genau. Super. Und da sieht man halt, dass genau das zum Ende der Konsolengeneration eben wichtig wird. Und ja, die Xbox sagt, ja, wir haben dann Cloud Gaming und wir outsourcen dann das, aber mal ohne Flachs, also das wird nicht funktionieren. Nicht. Noch nicht jetzt. Also ich sehe da mit diesem Cloud Gaming, das sind ja schon wieder ganz viele Sachen, die da zusammenspielen. Jetzt macht Ja. zum Beispiel die Telekom uns die supergeile Drossel, versucht sie uns reinzudrücken. Ja, die Und Drossel Microsoft kommt. möchte uns gerne den Cloud Gaming reindrücken. Und wenn Da wir. kollidieren Das, Interessen. wie soll das denn funktionieren? Das ist, Ja. du bist doch dann sofort, das schmeißt du einmal die Konsole an, dann wird dir da irgendwie Skyrim gestreamt in HD zum Beispiel. Oder nehmen wir irgendein Spiel, das wird dann gestreamt. Und das ist ja sofort an einem Tag dein Kontingent weg. Kannst ja Eben, gar nicht mehr weiterspielen. Das ist ja scheiße. ja, vor allem auch der Punkt ist, dass gerade Microsoft mit diesem Cloud Gaming um die Ecke kommt, wo Sony allerdings sich letztes Jahr Gaikai einverleibt hat, der einen der größten Cloud Gaming-Anbieter der Welt. Und ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Sony da den längeren Atem hat, weil sie einfach eine Firma schon direkt haben, die Instant-Erfahrung hat darin. Das ist ja auch alles so. Man sieht es ja an Steam, das funktioniert ja eigentlich ganz gut mit diesem, dass man die Spiele schon gar nicht mehr richtig kauft. Dass du das ja jetzt, dass du sie einfach runterlädst. Das ist ja eigentlich nur Genau. noch ein Schritt weiter, dass du dann quasi nur noch online spielst. Genau. So quasi, das. Ich Und Gaikai hat denke mal, das es wird eben auch kommen. genau so auch schon angeboten. Ja, da gab es zwei Services. Das war einmal OnLive. Das war eigentlich der erste Service, der mir so aufgefallen ist. Das war, dass man halt am PC, auch mit einer ganz alten Krücke,
konnte man halt auch schon schöne Spiele spielen, weil halt nur noch das Videosignal rüber gestreamt wurde. Ja, klar. Und bei OnLive war es so, man brauchte gar keinen PC, man hatte auch eine kleine Konsole, die konnte man bestellen, da war nur das Videosignal am Fernseher, der Joypad in der Hand und das war's. Ja, der Rest ging einfach über das Internet, wenn man eine gute Leitung hatte. Das Problem ist, dass man bis heute nicht in Full HD spielt, weil die Leitungen bringen einfach diese Qualität nicht. Ja, wenn du zum Beispiel guckst, hier, wo ich hier bin, ich habe ja nur 6000 zum Beispiel. Das ist relativ wenig, finde ich jetzt so. Ich kann, wenn ich abends YouTube-Filme gucke, dann ist es schon teilweise, dass ich warten muss auf, wenn hier viel in der Umgebung los ist, wenn viele Leute am Saugen sind und ich mit meinen 6000, dann muss ich teilweise im Buffert YouTube so rum und dann kannst du das, wie willst du da was vernünftig spielen? Wenn du da irgendwie im Multiplayer was spielst und dann bist du dauernd, das geht ja gar nicht. Ja, bei mir ist es auch so, also ich habe recht Glück, ich habe von meiner 16.000er Leitung habe ich tatsächlich 15.5. Das geht. Ich wohne anscheinend direkt am Verteilerkasten und selbst da zweifle ich das an, dass das wirklich flüssig läuft, zumal ja nicht nur das Videosignal raus muss, sondern der Input muss ja auch rein. Ja, das ist das Problem, was ich aber sehe, ist gerade, wenn man kompetitiv gegeneinander spielt, also hier so Leute, die halt Call of Duty oder Battlefield wirklich semi-professionell oder möchte gern professionell gegeneinander spielen. Ich denke, da ist wirklich Input-Lag vorhanden. Und man sagt ja jetzt schon, dass nur mit Wireless-Controllern und WLAN, da schreien ja schon die Leute. Und wie soll das denn dann laufen, wenn das ganze System einfach ausgerechnet wird? Ja, klar. Du merkst ja schon, wenn du eine höhere Ping hast alleine. Ja, genau. Ich habe eine Ping von 32 bei mir so im Durchschnitt und ich glaube aber nicht, dass das reichen wird, weil wenn dann noch eben permanent Videosignal und so weiter kommt, dann könnte das schon wieder schief gehen. Ich habe bei mir Watch Ever auf der PlayStation und es streamt ja auch in HD und Watch Ever, der Player von da ist, der ist dynamisch. Der kann während du guckst, regelt der die Qualität auch runter, wenn zu wenig Daten ankommen. Okay. Und das habe ich schon sehr häufig gemerkt. Und das bei 15.500 Mbits, dass er trotzdem von HD wieder runterregelt auf ein Niveau, wo du echt erstmal denkst, habe ich gerade gesoffen, so unscharf ist das, dann glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Was für ein Internetanbieter hast du? 1&1. Ich auch. Die laufen über Telekom. Wusstest du das? Nein. Ich habe zum Beispiel, ich habe immer das Problem, dass bei mir ab 18 Uhr bis genau 18 Uhr bis 23 Uhr kann ich kein YouTube mehr gucken. Ist das deutschlandweit so? Ja. Okay. Das ist ohne Scheiß. Ich habe das auch schon. Da gibt es bei YouTube einer, der heißt Sempervideo. Der ist so ein. Der beschäftigt sich mit Computern und mit den Programmen und den Hintergründen und so weiter. Und auch ein bisschen mit Politik und sowas. Und der hat auch schon richtig Ahnung. Der hat auch so eine Firma, die sich damit umsetzt. Und der macht dieses YouTube-Kramzeug nur nebenbei halt. Und der hat auch erklärt, warum die das machen. Die wollen ja, wie gesagt, ihren eigenen Traffic in den Vordergrund heben, ihre eigenen Service-Portale und so weiter. Ja, und deswegen kriegst du auch, wenn du nicht bei der Telekom bist, und zum Beispiel bei 1&1, die holen sich von der Telekom das Netz und kriegen trotzdem die gedrosselte Geschwindigkeit. Ah, okay. Und deswegen habe ich immer Probleme mit YouTube. Und das, ich denke mal, sowas wird auch nochmal eine große Sache damit reinspielen, dass du dann... Wenn die zum Beispiel sagen, die haben keinen Bock, dass der Xbox-Traffic da vernünftig durchläuft, dann sagen die einfach so, ja, machen wir mal hier, wann spielen die alle? Ja. Ab 13 Uhr kommen sie aus der Schule und wann hören sie auf? 22 Uhr, machen wir von 13 bis 22 Uhr erstmal eine Sperre rein. Ja. Buff. Sowas sehe ich auch als scheiße. Deswegen finde ich es besser, wenn du auch mal sagen könntest, ja, Internet bleibt jetzt aus, Konsole kannst du einfach mal so spielen. Xbox, wollen wir nochmal zurück. Ach ja. Wie Microsoft sagt. Deine Timeline will ich später sehen, wo du aufschreibst, wo wir über was reden. Das müssen wir zusammen erarbeiten. Ja. Ich glaube, ich mache das so fertig, so dieses ganze Klumpatsch-Dingen hier. Und dann gucken wir uns das nachher mal 2-3 Mal an und dann gucken wir da 5 Minuten 36 haben wir gesprochen über Xbox. Danach haben wir gesprochen über Game of Thrones. Danach haben wir wieder über Xbox gesprochen. Und danach haben wir. Das wird gut. Das machen wir schön. Ja, bei der Xbox haben sie ja anfänglich sehr viel tolle Werbung gemacht, indem sie halt gezeigt haben, wie kacke sie waren. Ja. Also die Kundenunfreundlichkeit in dem Sinne. Was macht es da? Ich suche meinen alten... Da ist er wieder. Ah. Den da. Dann wollte ich jetzt hier nach Xbox One. Xbox One. Ich finde, Microsoft sollte generell diesen gesamten Namenszyklus bei der Xbox draufknallen. Es gab ja im Vorfeld viele Gerüchte über die Namen und so. Ne? Ja, und Infinity fand ich gar nicht schlecht. Ja, ich finde, man sollte sagen, Xbox 720, Infinity Next, 8-1. Aber weißt du eigentlich, dass dieser Name, der ist so kreativ. Im Englischen funktioniert der richtig gut, in Europa wird er nicht funktionieren. Nee, weißt du. Ja, All-in-One.
Kennst du das Ding noch? Ja. Ja, das heißt doch genauso. Das PS heißt One, ja, aber PS das war ja One. Auch noch die erste. Und das ist das Problem. Ja. In Europa wird man sagen, Xbox One, hä? Wie, es gab doch schon die Xbox 1. Das funktioniert nicht. Ja. Ja. In den USA ist das ganz klar, ja, Xbox One steht auch für alles in ein. Ja, all in one. All in one, ja, das, in den USA funktioniert das. Außerhalb der USA wird das keine Sau kapieren. Aber ich finde das schon... Die habe ich übrigens. Ich habe ja die... Warte mal, wo ist die? Ja, die große? Dicke habe ich auch. Das ist ja die große. Das ist ja die... Wie heißt sie? Die PSX. Nee, das ist nicht die PSX. Also die wurde so abgekürzt damals. Und dann kam ja später... Genau, was du jetzt noch meintest, ist die mit dem DVD-Rekorder. Da die Jarotze. Wie die hieß. Die Jarose, das war die schwarze. Die zum Brennen auch. Ja, damit konntest du auch selber Programme erstellen. Ja, genau. Genau, die Jarose. Ich habe letztens bei eBay Kleinanzeigen eine blaue gesehen und da war ich kurz davor, weil die blauen die blaue PlayStation, die waren nämlich, also die echten blauen PlayStation waren nämlich die die Dev-Kits. Okay. Für die Presse. Ja. Da konntest du auch gebrannte Spiele halt so drauf spielen. Also quasi umgebaut weil, so. Ja, nur halt, dass die generell so waren, weil die haben ja ihre Spiele damals in der vorwertigen Version gekriegt. Die waren dann halt nur auf normale Disc gebrannt und deswegen diese blaue... Die konnte das halt abspielen. Für einen Sammler ist das Ding halt der Hammer, ne? Ja, natürlich. Ich habe eine blaue gesehen und dann fiel mir aber auf, dass halt die Slots irgendwie noch grau waren und dachte ich, nee, die wurden nur blau lackiert, die Sau. Okay, das kann natürlich sein, dass das dann... Und das fehlt mir noch, ja, dieses geile Display. Hinten dieser Monitor, den gab es mal bis vor ein paar Jahren, gab es den bei eBay ganz günstig. Ja, den gibt es immer noch bei eBay, nicht günstig. Nicht mehr günstig? Nee, der kostet ein bisschen mehr. Und das ist schon eine geile Idee einfach gewesen, muss ich sagen. Damals von Sony fand ich das albern, heute finde ich das geil. Kannst du im Auto, konntest du damit spielen. Super das war Idee. Oder beim Camping oder so. SCP ist portable. Ja. Das war echt nicht schlecht. Kannst du schon zusammenklappen? Nee, und bei... Ach, warte mal, ich hole mal ganz kurz was. Ich erzähl mal weiter. Ja, bei der Xbox One ist jetzt das Problem, dass sie ja nicht nur einen bekackten Namen hat, der ja nun wirklich Geschmackssache ist, sondern dass sie halt sehr viel Gängeleien dem Spieler gegenüber hat. Ja, man muss sie online registrieren, man muss seine Spiele online auf seinen eigenen Account registrieren. Was hast du denn da? Ja, da guckst du, wo wir gerade über Xbox reden. Nein. Das kannst du hinten an die Xbox dran stecken und dann hast du einen Monitor für die Xbox. Ist das original? Nein. Das habe ich auch umgebaut. Hast du das gebaut? Nein, das ist original. Das ist, also das ist original. Also aber von einem Dritthersteller. Genau, es ist Zubehör, aber nicht von... Ja, das ist ja geil. Kannst du hinten an die Xbox 1 dran stecken? Das ist wirklich so schön albern, dass ich es haben will. Ja, das ist super. Ey, ich glaube, ich habe die im Restposten, habe ich glaube ich 5 Stück von gekauft. Irgendwie hat einer 9 Euro gekostet. Geil. Also das ist so ein 7-Zoll-Monitor. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Wo wir gerade über die Monitore sprechen. Ja, ne? Super. Von der Größe her habe ich glaube ich gehört, dass die Xbox One immer noch etwas kleiner sein soll als die erste Xbox, was auch keine Kunst ist. Man sieht sie da ja etwas. Ja, können wir sie mal raus. Und man muss nicht nur sich selbst registrieren auf seine Xbox. Ja. Man muss auch die Spiele registrieren auf seine Xbox. Und das wird im Vorfeld, also Microsoft ist davon jetzt vor kurzem wieder abgerückt. Xbox. Und erstmal mitten ins Bild ab. Gigantisches Teil. Boah. Weißt du, warum die Xbox heißt? Weil, wegen dem? Naja, genau. Damit, weil man ja die Packung schon vor dem Namen fertig hatte. Nein, die Xbox kommt daher, weil es der ursprüngliche Projektname war Direct Xbox. Wegen Windows-basierendem Getüdel, wegen DirectX und so weiter. Und man muss halt die Spiele komplett selber auf die Xbox registrieren. Und das Problem war, dass Microsoft gesagt hat, nein, wir wollen auch nicht, dass ihr die weiterverkaufen könnt. Das gibt dann nur bei autorisierten Händlern die Möglichkeit. Und dazu dann waren die Gebrauchtspiele auch noch sauteuer. Und Verleihen der Spiele war auch nicht drin. Man konnte einmal jemanden, also einen Freund, das Spiel leihen. Ja. Dann hatte er 30 Tage Zeit, das zu spielen. Ja. Und dann war Feierabend. Dann konnte man das Spiel an jemand anders verleihen. Und das ist eine Frechheit vorm Herrn. Ja, wenn ich die Xbox hier in Deutschland kaufe und registriere, kann ich die nicht mit nach Holland nehmen, nach Centerparks oder so. Was, warum nicht? Weil die dann im Internet sagt, nee, ich bin nicht in Deutschland. Ach so, das haben die auch noch gemacht? Mach ich nicht. Das ist aber auch Gemeinheit. Ja. Das ist aber ein bisschen scheiße. Und der Witz an der Sache ist, das Ding kommt auch sogar nur in 21 Ländern weltweit auf den Markt erstmal. Ja. Rechnet man Kontinentaleuropa ab, sind es 7.
Sieben! Ja, also Kontinentaleuropa plus 7 weitere Länder. Wobei in Kontinentaleuropa die Tatsache ist, dass es nicht in Portugal rauskommt, nicht in Polen. Ach. So, und jetzt die Programmierer von The Witcher 3, was ein tolles Xbox-Spiel wird, sind in Polen. Das ist ja toll. Okay, dass es kommt aber erst sehr viel später raus, muss man sagen. Ach so, die haben... Vielleicht kommt dann noch die Xbox in Polen. Ach, wahrscheinlich jetzt, sind sie sich da noch nicht sicher, ob sie wirklich die Leute so verarschen können oder ob die da auf die Barrikaden gehen. Jetzt stehst du auch vor dem Problem, wenn du jetzt in Polen lebst und du willst halt eine Next-Gen-Konsole jetzt zu Weihnachten kaufen, weil du hast ja ein bisschen Weihnachtsgeld. Ja, die kommen ja dieses Jahr raus. Dann gehst du eben nach Deutschland halt drüber, ist ja kein Problem, das nehmen an. Kommt jetzt der Punkt? Natürlich, das ist ja voll scheiße. Ist ja in Deutschland gekauft, kannst du in Polen nicht betreiben. Das ist ja voll scheiße. So. Also im Endeffekt zwingt Microsoft mit diesen ganzen Online-Gängeleien den Spieler eine PlayStation zu kaufen, in dem Land, wo es keine Xbox gibt. Und da ist jetzt der Punkt, dass Microsoft tatsächlich wohl selber jetzt mal diesen Gedankengang hatte, weil vor 3 Tagen oder 4 Tagen hat Microsoft verlautbart, kommt doch nicht. Ja, wir wollen, dass ihr das Beste aus beiden Welten haben wollt. Oder auf Deutsch, wir geben auf. Ja, ihr wollt Fernsehen und Videorekorder. Wir bieten euch beides. Nein, haben sie nicht. Videorekorder haben sie gar nicht. Ach nee, ihr wollt Fernsehen und spielen. Ja, da kam ja auch noch hinzu. Ja, Microsoft hatte mit Sky jetzt tatsächlich schon für Deutschland einen Exklusivvertrag, damit halt die Sky-Dinger halt über die Xbox per HDMI eingespeist werden und man auf der Xbox sagen kann, hier, ich will jetzt ARD gucken. Ne? Ja, toll. Ich habe Sky und ich will keine Xbox. Ich habe einen Festplattenrekorder von Sky und ich kann auf meiner Xbox dann keine Sachen aufnehmen. Warum sollte ich das also haben wollen? Das ist Schrott. Ja, das ist totaler Müll. Das ist für den amerikanischen Markt. Jetzt haben sie halt gesagt, ja, okay, ihr könnt die Spiele so tauschen, wie ihr wollt. Ihr müsst die nicht online registrieren. Ihr müsst eigentlich gar nicht mehr online gehen, außer zum Einrichten der Xbox einmal. Da sieht man schon, wie krass das darauf schon versteift wurde. Ne? Also sie sind davon, ihr könnt die Spiele gebraucht verkaufen, das haben wir auch weggenommen. Ne? Also man merkt, wie der User da halt wirklich die Kraft hatte. Zumal, hast du die Umfragen gesehen? Ich denke aber auch, dass das großenteils an der geilen Präsentation von Sony lag, wo sie da auf der Konferenz so gesagt haben, so, das ist ein Spiel. So verleiht man ein Spiel. Ja. Das war geil. Thank you. Ja, ja. Thank you. Here's a game. Thank you. Spiel's mal ein. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und glaube, Microsoft hat bei Sony angefragt damals, als die Produktion so langsam begonnen hatte. Genau. Machen wir YouTube oder so. YouTube können wir ja immer alles zeigen, ist ja kein Problem. Da sind ja direkt das Erste. Und das haben sie gezeigt, das haben sie noch nicht mal irgendwie gezeigt, sondern das haben sie erstmal über Handys rumgeschickt, während Microsoft die Präsentation hatte. This is how you share your games on PS4. Step 1. Ach ja, kann ich einblenden gleich. Thanks. Das war's. Ja, großartig. Ja. Und das haben sie gezeigt, während Microsoft. Das haben sie gezeigt, während Microsoft gerade seine Präsentation gemacht hat. Da ging das auf den Handys. Und zwar, das ging, während die da im Publikum saßen, ging das bei denen auf den Handys. Ja, das war perfektes Marketing. Das war richtig gut. Und wusstest. Jetzt bevor wir so die Xbox so kaputt reden, wusstest du, dass Sony das eigentlich auch geplant hat? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Okay, sorry. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, Microsoft hat vor einem Jahr ungefähr bei Sony mal angeklopft und gesagt, sag mal, wir haben das und das vor. Macht ihr da mit? Und Sony? Ja. Ja, ich bin mir 100% sicher. Und ich bin mir sicher, dass dieses DRM, dass du Spiele online registrieren musst, dass das definitiv ein Feature von der PlayStation war, dass sie noch nicht beim Launch gezeigt haben oder bei der Präsentation der PlayStation 4, aber auf der Xbox auf der E3 enthüllen wollten. Und als Microsoft diesen Shitstorm geerntet hat sie gesagt, das haben wir aber nicht. Ja, da haben sie ganz sicher sofort gesagt, nee, machen wir nicht. Ja. Sie haben nämlich auch, es gab auch von Sony eine Mitteilung, ich weiß nicht, ob das auf Twitter oder auf Facebook oder irgendwo war, da haben sie gesagt, als wir gesehen haben, wie die Kunden halt auf Microsoft reagierten, haben wir eine Konferenz abgehalten und das erste Thema war, nein, machen wir doch nicht. Ja. Also es war definitiv geplant. Ja, klar, Microsoft, weiß ich auch. Sony hat auch gesagt, nein, das ist Quatsch. Ja. Und jetzt, Sony hat ja auch direkt diesen Kampfpreis geboten. Ja. Ist ja erstmal 100 unter Xbox. Ja, ne? Xbox One 499, wobei Sony bei PlayStation 4 399. Ist ja eigentlich dieses... Nein. Ist nicht dabei? Die Kamera ist nicht dabei. Okay. Daran sieht man auch, dass Sony der Ansicht ist, dass das immer noch nicht ausgereift ist, das System. Wobei ich eine sehr geile PlayStation 4 Controller, kannst du ja mal kurz gucken, Tech-Demo E3 PS4 Controller.
Eine, nur von dem Controller, nicht von Move. Ne? Da ist schon ein sehr geiles Feature gezeigt worden. Und selbst wenn, also Sony bietet die Kamera separat an das PlayStation Eye für 59 Euro. Das heißt, wenn man sich das kauft, ist man bei 458 Euro. Ist man immer noch unter der Xbox. Okay. Ist das mit den Robotern da oben? Ich kann es nicht ganz erkennen. Ganz oben das. Da muss ich aber aufblenden und aufpassen, ob ich das einblenden kann nachher, weil das ist von hier. Ah, okay. Das kann ich nicht glauben. Okay, so we're here. Kann ich doch, ich kann alles. A game that maybe das not a game, game, right? It's called the Playroom. It's a working title. Kannst du ja mal auf Lautlos stellen, weil das der ich kann das ja mal erzählen. Also da sieht man halt von dem PlayStation hier diesen charakteristischen Controllerbar. Ja, hier. Genau. Man sieht das ja nicht. Der PlayStation-Controller hat jetzt, wenn man den... Habe ich jetzt einen hier? Nö. Auch egal. Wenn man den so hält, hat der vorne immer das Kabel rauskommen gehabt. So. Genau. Und jetzt hast du halt statt dem Kabel, was da rauskommt, hast du jetzt einen Anschluss zum Laden. Richtig, ne? Und darüber hast du dann das Licht. Genau. Zack. Da hast du noch ein kleines Touchpad vorne drauf, was man wohl auch, so wie ich es jetzt gehört habe, klicken kann. Ja, ja, genau. Du sollst das so reindrücken, wie so ein Touchpad. Der Controller liegt wohl saugeil in der Hand. Also er ist ja hässlich wie die Nacht, aber er soll wohl wirklich richtig gut in der Hand liegen. Hat jeder Redakteur gesagt, der das Ding in der Hand hatte. Vorne die Leuchtleiste, sie soll dazu dienen, dass das PlayStation Eye den Controller im Raum erkennt. Also wenn du den so rumhältst, dass du dann sieht, zum Beispiel, du hast jetzt das blaue Licht, ich habe das gelbe Licht und dann kann er uns dann auseinanderhalten. Genau, und ich habe erst gedacht, das ist ein Ersatz für Move, für dieses Bellecat. Ja, das war ja auch ein bisschen... Habe ich gedacht, aber Move ist weiterhin auf dem Markt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, was also ist das Feature? Und da sieht man es. Er hat auf dem Touchpad kurz einmal nach vorne gerieben und es wird ein holographisches Menü im Bild sozusagen gezeigt. Und jetzt achte auf die Controllerbewegung. Egal wie er wackelt und dreht, das Menü ist fest am Controller, als würde er das wirklich selber projizieren. Das finde ich geil. Und das ist jetzt nur eine Tech-Demo, ne? Natürlich von Japanern. Ne? Was können die Japaner uns da bieten? Ne? Das ist natürlich großartig. Und dann sieht man gleich noch ein paar Features mehr. Anscheinend kann man da wirklich ein bisschen mehr mitmachen, sogar als mit zu wissen, wo man jetzt auf welcher Seite beim Klopp-Spielband stehen muss, sondern man kann tatsächlich auch coole Features dann tatsächlich so mit Embedded Reality oder wie das heißt, Augmented. Wo du dann zum Beispiel ein Overlay über der realen Welt hast. So wie es da gerade aussah. Genau, also da kann man wohl sehr viele coole Features machen. In was für ein Spiel das jetzt natürlich genutzt werden kann, ist wieder eine andere Sache. Ach, das kannst du doch für alles benutzen jetzt, wenn ich mir das gerade vorstelle. Wenn du zum Beispiel irgendwas zockst oder wenn du dann ein Menü für eine Waffe zum Beispiel einblenden willst und dann kannst du zum Beispiel sehr einfach nur so ein Lichttracking, wenn du dann so ein Waffe... Ein sehr schöner Bereich, jetzt hat er gerade reingezoomt mit über das Touchpad und jetzt bist du im Controller. Das ist jetzt quasi der Controller von innen, da sind ganz viele Roboter drin. Wenn du den Controller kippst, dann kriegen das leider auch die Roboter mit, weil die leiden dann auch ein bisschen. Ja, ja, ja. Also der Redakteur von der Games aktuell, den ich gesehen habe, der hat den Controller direkt und die flogen halt alle schön durch die Gegend. Und was man jetzt auf dem Bild nicht so sieht, ist tatsächlich, da oben sieht man jetzt genau, man sieht tatsächlich auch, wenn man jetzt hochgucken würde im Bild, also wenn man den Controller ein bisschen dreht, sieht man die Button von innen. Ja, es sind quasi dieselben wie außen, nur halt nach innen nochmal. Ausgehöhlt so, ne? Genau. Nee, also nach innen gewölbt, als wären innen nochmal die Button. Ach so. Und wenn du da halt drauf drückst, dann kommt halt das Licht da, dann sind sie auch davon sehr erstaunt. Und wenn man das im richtigen Rhythmus macht, er hat das Licht zugehalten, er ist dunkel geworden darüber. Wie geil ist das denn? Wenn man das im richtigen Rhythmus macht mit den Tasten, dann fangen die Roboter auch zu Disco an zu tanzen. Ja, und dann kann man halt an dem Touchpad selber kann man so ein bisschen rubbeln, die so rausschießen, dann fliegen die aus dem Controller raus, da. Okay. Achtung. Oder man schüttelt sie raus oder irgendwie so. Man hört auch durch den Lautsprecher im Controller, hört man die Roboter drin. Okay. Der hat wie so ein Remote, ne? Genau, der allerdings ein bisschen besser sein soll, habe ich mir jetzt schon sagen lassen. Remote ist ja ein bisschen Blechkasten. So. Genau, der soll ein klein bisschen besser sein. Sehr geiles Feature ist, da hat er jetzt einen Roboter rausgeschossen. Ja, wie geil. Sehr geiles Feature bei dem Controller ist, er hat einen Headset-Anschluss und das Headset liegt direkt bei der PlayStation. Das ist praktisch. So ein kleines mit einem Rohrnippel und so einem Mikro, aber kannst direkt anschließen. Da ist die berühmte PlayStation-Ente auch. Ja, die wurde früher schon immer bei Tech-Demos genutzt, um halt Wasser zu zeigen und so, ne? Und da kann man dann halt wieder alle einsaugen, wie mit dem Staubsauger. Ja, das ist ja wie bei Ghostbusters. Genau, da kannst du also schon wirklich was mitmachen. Das Schöne ist halt, dass die Kamera sich auch wieder abstellen lässt. Ja. Microsoft möchte ja gerne wissen, wann du aufs Klo gehst. Ja, gut, Microsoft hat da auch schon zurückgerudert. Die haben jetzt auch gesagt, im Menü kannst du dann einstellen, ob sie bei ob sie permanent Standby sein soll, bei Konsolenstart angehen soll, bei Spielstart, aber mit treten sich selbst in den Arsch, weil das ist das größte Feature, was sie haben. Und
Ich behaupte auch immer noch nach diesem ganzen Guck mal, die winken zurück. Wie geil ja. ist das denn? Er winkt da und die winken zurück. Nach den ganzen NSA-Skandalen und so glaube ich auch nur, dass er einfach nur die Lampe anstellt oder ausstellt. Ja, also, genau. Dass du dann dich halt ruhig fühlst. Das ne? ist natürlich auch eine geile Sache, dass die gerade jetzt damit rauskommen, dass Microsoft und Facebook und diese ganzen, diese volles Programm die Daten da übermittelt haben an ja. diese NSA, an diese amerikanische Regierungsbehörde. Das finde ich natürlich auch eine krasse Sache. Da sieht man das Hauptfeature dieser Generation, wo man sagen muss, da hat Nintendo echt die Nase vorn gehabt tatsächlich. Das Second Screen Feature, ja. selbst Microsoft mit Smart Glass und Sony mit der PlayStation App rücken da jetzt nach. Da zum Beispiel, das ist ein sehr tolles Feature. Vor allen Dingen das Schlimme finde ich ja, Sony hatte die ganze Zeit schon die Möglichkeit, was Vernünftigeres daraus zu machen. Und sie haben ja sogar ihre eigenen Tablets. Und jetzt jetzt malt er da das Herz, ne? Und jetzt kommt das tolle Feature. Na, vielleicht, ich hoffe, er macht es jetzt auch mal. Ja, gleich. Hopp. Wir haben da unseren Reporter hingesetzt, natürlich. Ja, natürlich. Ja, der ist ein bisschen unfähig, deswegen müssen wir jetzt die ganze Zeit quatschen, bis er irgendwas Vernünftiges macht. Aber ich denke mal, er wird jetzt, genau da, zack, schiebt das nämlich rüber und jetzt, tada, ist dieses Herz dreidimensional im Bild. Und spielen jetzt Fußball damit? Ja, ja, die beschäftigen sich damit und freuen sich da ein Ast drüber. Ne? Also das ist super geil, was die KI da hat, was das ist nur eine Tech-Demo und das macht einen Riesenspaß schon. Ne? Da hat er wieder was dazu gepackt. Vor allem, wenn du siehst, wie... dass sich jeder von diesen einzelnen Charakteren, die bewegen sich ja alle separat völlig voneinander. Völlig individuell. Und da hat er jetzt einen Ball zum Beispiel dazu. Oh, jetzt hat er den Ball damit reingesaugt. Alle eingesaugt. Und da ein Football. Also ich glaube, das war ein bisschen vorgezeichnet schon. Ja, das klar. sah jetzt nicht so aus. Sondern wenn man jetzt, glaube ich, wieder in den Controller geht, ja, da sieht man jetzt auch wieder durch die Vibrationen halt, ne, fliegen die halt ein bisschen durch die Gegend. Dann kann man die wieder rausschießen. Man konnte auch einen fliegenden Roboter raushauen, den sehe ich da gerade nicht. Aber also dieses Feature ist schon sehr mächtig eigentlich. Ne? Finde ich schon gar nicht schlecht so. Vor allem, dass du jetzt die Rechenpower mittlerweile hast, das live so mal eben darzustellen. So unglaublich, zack, das, oder? Dieses Menü da dran. Und das könnte so, was auch sehr cool ist, also das Touchpad haben sie wohl sehr gut erreichbar gemacht. Ja. Und auch sehr gut nutzbar. Zum Beispiel hast du halt bei QuickTime-Events hast du ja auch hier Kreuz. Ja, ja, dass du so eine Button-Kombi machen musst. Genau, und da ist dann einfach das QuickTime-Event, dass du einmal nach links schleifen musst oder nach oben. Ah, und das kannst du wohl sehr gut machen, weil du wirklich gut rankommst. Ne? Und die Hörner von dem Controller, die sollen etwas gummiert sein. Dadurch liegt der richtig, richtig gut in der Hand. Mit schwitzigen Händen, gerade bei FIFA oder so. Ja, ja, ne? Da habe ich auch schon das Problem, dass du so Da kommt, glaube ich, jetzt noch kurz dieser fliegende Roboter raus. Muss ein bisschen rubbeln. Und dann achte mal drauf, dann fliegen nämlich Funken von dem Controller. Muss also hin und her rubbeln, da. Ah, oh, wie geil. Ja, und da kommt dann gleich... Das sieht viel cooler aus, wenn der das gekonnt macht. Dann rubbelt man nämlich schneller und dann sieht das nämlich wirklich besser nach Funken aus. Ja, dann sieht das richtig cool aus. Und dann den kann man sogar... Das ist so ein... Da ist ein Hammer-Feature. Wie geil ist das denn? Und wenn er den Kopf jetzt bewegt, ja. dann dreht sich dieser Schädel mit. Das ist ja geil gemacht. Ja, und dann kannst du den auch berühren, da kannst du ihn hauen zum Beispiel. Ihn und wenn du nicht so oft haust, dann wird er sauer. Ja, und dann setzt er deinen Kopf in Flammen. Ja, also es ist sehr beeindruckend, was das Ding wirklich drauf hat. Guck mal, er ist schon traurig. Ja, ist schon traurig. Jetzt hau mal richtig drauf, das ist das blöde Vieh. Ich hätte gerne an diesen Kutteln gezogen da. Ja, ja, muss man so. Jetzt knall ihm doch mal eine. Guck mal, jetzt lacht er. Und das, wie geil ist das denn? Und ganz ehrlich, ich finde, das sind Features, die habe ich mir bei Kinect eigentlich immer gewünscht und die hat Kinect nie gebracht. Vor allen Dingen dafür, für so, ja ohne Scheiß, da hast du rumgestanden, hast getanzt. Und das so PlayStation Eye ist jetzt nun wirklich eigentlich etwas, was man immer so ein bisschen als ja, weitrangig gesehen hatte. Ja, so eine billige Webcam halt für die PlayStation. Genau, da, jetzt wird er sauer, jetzt hat er ihn mit dem Kissen verdroschen. Da, zack, und jetzt geht er gleich, glaube ich, in Rage-Modus. Oh, jetzt ist er rot. Jetzt geht's rote los, Augen. Da, zack. Was macht er jetzt? Er hat ihm seinen Kopf eingefroren. Da. Ja, ja. Er kann ihn auch in Flammen setzen und dann kommen halt wirklich vom Kopf aus eben so Flammen hoch. Ne? Und dann kann man die auch löschen, indem man halt da herwedelt. Und das ist schon ziemlich geil gemacht. Ne? Und also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass Microsoft früher oder später die besseren Kamera-Features haben wird in Spielen, weil sie liegt dabei. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, es wird wahrscheinlich auch mehr genutzt werden, wenn es dabei liegt. Ne? Genau, da ist das. Du hast ja gar keine Möglichkeit, das zu umgehen quasi. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel wie jetzt, Kinect ist halt optional momentan noch bei der Xbox 360. Und da ist das Problem, wenn ich jetzt ein Spiel für Kinect entwickle, dann stehe ich vor dem Problem, dass ich nur einen begrenzten Userstamm habe, weil halt ich programmiere für die Leute, die nur Kinect haben. Und da ist schon mal ein großes Risiko. Und dann muss auch noch der Masse von diesen Leuten das Spiel gefallen.
Wenn jetzt aber bei jeder Konsole Kinect dabei ist, ja, das stimmt, habe ich einen viel größeren Kundenstamm, der eventuell auch Interessen hat. Das ist ja wie mit dem iPhone und mit dem Android, finde ich jetzt so. Ein iPhone kann vom Werk aus eigentlich alles. Ja. So, und du kannst jede App drauf laufen lassen. Genau. Und bei einem Samsung, bei einem Android musst du ja schon aufpassen. Welches Gerät ist das? Genau, da ist das zu langsam, das eine, genau. Dann hat das nicht genug RAM, das andere. Da finde ich diese Xbox-Lösung gar nicht schlecht, dass du gleich... dass sie die Kamera dabei hast. Genau, dass sie sagen, hier hast du alles, funktioniert auch. Ja. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass du dann auch nicht extra was kaufen musst zum Beispiel. Du hast die... Was ich schlecht finde, ist, dass du die Möglichkeit nicht geboten kriegst, ob du das jetzt benutzen willst. Du musst es einfach natürlich benutzen. Ja, ich glaube auch, Microsoft wird auch so ein oder andere Restriktionen dabei haben, dass du sagst, ihr müsst zum Beispiel Voice Command für Pause drin haben oder so. Ich hoffe, es ist nicht mehr, weil wenn da mehr drin ist, wenn da wieder sowas Gezwungenes drin ist, dann kommt da viel Schrott bei rum. Das stimmt. Da sieht man Kinect und den neuen Button. Der neue Controller hat ein schönes Feature, dass halt auch die Trigger vibrieren können. Ja, ja. Force Feedback haben sie es genannt, ne? Ja, aber es soll nicht so sein, dass die Trigger wieder rausdrücken. Das habe ich jetzt auch schon gehört. Also ach, okay. Ich bin aber nicht sicher, weil ich habe die Beschreibung von Microsoft, deutet das schon an. Ja. Aber ich habe jetzt gehört, dass es nicht so sein soll, sondern dass es vibriert. Das Schöne ist, dass sowohl bei Sony als auch bei Microsoft die Vibrationsmotoren einzeln angesteuert werden. Bei Sony ist es so, das Ding kann tatsächlich von der rechten Seite über die Mitte bis nach links vibrieren. Das soll sich schon sehr cool anfühlen. Und bei Microsoft ist es so, dass man beim bestimmten Zauber, den man abschießt zum Beispiel, geht das halt von hinten nach vorne und dann fühlt es sich an, als würde er aus dem Controller rausschießen. Die haben vier Motoren, ne? Genau. Die haben jetzt zwei unten in den Dingern und zwei oben. Genau, und dann soll das sich anfühlen, als würde er auch richtig rausschießen. Das ist auch ein ziemlich geiles Force-Feedback. Stelle ich mir gar nicht wie schlecht vor. Ich habe mir damals, weiß ich nicht, das ist x-hundert Jahre her, da gab es einen Microsoft Sidewinder Force-Feedback-Joystick. Das war so ein Joystick, und der so konnte groß. Genau, ohne Scheiß. Der war super. Ja, hast du den losgelassen, dann ist er nur zur Seite umgekippt. Den gab's. Wenn du den festgehalten hast, dann ist er so in die Mitte gegangen und dann konntest du richtig beim Fliegen, da hat er so dagegen gelenkt und den, so. Den gab es damals bei TopTech oder so. Heute Pro-Markt. Ich habe den, glaube ich, von Berlet oder wie das. Ja, da stand das Ding da wirklich und dann hatte man so Tasten, so Helikopter Reifenpanne und hat da immer abgespielt, was er richtig konnte. Und genau den habe ich mir geholt. Ich liebe die Dinger. So, ich habe für meine PlayStation, für die PS3, habe ich von Logitech das Formula Force GT. Auch schön. Für Gran Turismo. Find ich super. Mit vollem Lenkeinschlag, das Lenkrad, das war mir sehr wichtig, dass ich halt wirklich kurbeln konnte. Und das ist absolut geil, wenn da wirklich was gegensteuert, ne? Und macht riesig Bock. Das ist ja auch so quasi so die nächste Stufe vom Gaming. Du hast ja erst nur Spielen gehabt mit ein bisschen Eingabe und dann hat dir das Spiel wieder was zurückgegeben. Und das wird ja jetzt immer mehr werden, auch mit diesem, was haben sie eigentlich? Oculus Rift. Ja,